Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I went to show her my haircut. She had a gun. Take your time. She freaked out. It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so I stabbed her. I killed my mother. Oh, scheiße. Tell me why. Kapitel 1, Heimkehr. Ja, und willkommen zusammen zu einem neuen Let's Test, vermutlich nur. Weil mir klar ist, dass es irgendwie jeder zweite spielen wird. Oh, die Musik mag ich. Bin mal eben kurz still. Was mir gleich auffällt, ist, dass wir Balken links und rechts haben. Was ich nicht verstehe, weil ich die Einstellung, also die Grafikeinstellung so eingestellt habe, dass es mit dem Monitor übereinpasst. Ein Kaffee. Ist ja süß. Dann ist es aber kein Date. Man schenkt einem jungen Mann nicht wirklich einen Teddy, wenn es ein Date wäre. Arbeitet auf jeden Fall eine Liste ab. Okay, first I'm gonna find the keys to the old house. Okay. Then I'm gonna drive to Fireweed and I'm not going to freak out. Everything's fine. Okay. Ja, nochmal willkommen, ihr Lieben, zu einem vermutlich kurzen Let's Test. Ja, wir gehen gleich. Na, komm, mach weg, danke. Spiegel funktioniert, check. Ja, zu einem wahrscheinlich kurzen Test. Der Grund für es einfach, wahrscheinlich spielt Kronk es. Und es wird wahrscheinlich auf meinem Kanal nicht wirklich geschaut werden. Aber ich fand ja auch, auch mehrere Kapitelspiel. Oh Mann, gab's. Life is Strange, die erste Staffel, fand ich sehr, sehr schön. Ja. Halt die Klappe. Danke. Und deshalb spiele ich das jetzt mal kurz an. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Ich werde da jetzt mal eine Folge schnell von aufnehmen. Vielleicht. I've got to make solid plans to see the Geminids. Aha. I wonder if Tyler'd want to go. Das ist eine gute Frage. Nachtwache Alaska, hey, von Arnold Thiry. Freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Yeah, I might need to work on my sales pitch. Und von daher, vielleicht haue ich es heute Abend sogar noch raus, wenn ich eine Folge aufgenommen habe. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es weitersehen wollt oder nicht.
Okay. Ob ihr es weitersehen wollt oder nicht, ich nehme jetzt einfach mal eine Folge auf. I mean, I can stream it anytime I want. But it makes me happy just to look at the box. Eine Sternreise, die Hexen von Eldem Staffel 1 und 2. Na dann. Was haben wir hier Schönes? Life is Strange war ja ein storybasierendes Spiel und ich liebe storybasierende Spiele. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht viel, was da auf mich zukommt. So, was haben wir hier? Ein Teddybären. Is he gonna like this? Or is it too much? Man weiß es nicht. Da haben wir verschiedene Bilder. It's gonna be so crazy to see him after all these years. Okay. Geschwister offensichtlich. Aha. Auf jeden Fall haben sie nicht irgendwelche Bilder von den Programmierern genommen. Michael und Tyler are so gonna hit it off. Mhm. Ein Eishockeyspieler. Da haben wir einen Lappy oder was ist das? I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning. Okay. Die Zeit ist meine Verbündete von Lucia Crane. Die Form vergangener Tage von Linda Armer und Süßer Sommer von Martha McNeil. Keine Ahnung, noch nie von gehört. Kenne ich nicht. Das ist die Liste. Have keys, die ist noch nie abgehakt. I think. Still need to find those damn house keys. Mehr können wir uns hier jetzt offensichtlich auch nicht ansehen. Nein. Dann gehen wir mal einen Schritt zurück und gucken mal, was hier drin ist. Oh, come on. Was denn? Why do I still have this? Weiß ich nicht. Every time I look at it, it reminds me of how very single I am. Allison und Bobby, Karibische Träume, Abschlussball 2012. Ist wohl der Ex, würde ich behaupten. Okay, was haben wir denn hier? Unser Spiegelbild. Ja, du siehst gut aus. Was haben wir da unten? Ein Eishockeyschläger und Eishockeyschuhe. I haven't practiced since high school. Okay. I'm probably super rusty. I could look at this artwork all day. Okay. Not the prettiest of my creations, but she weirdly kind of looks like me in the morning. Mm-hmm. Na dann. Probably not gonna see any stars at this time of day. So, sie mag auf jeden Fall Sterne, da können wir uns relativ sicher sein. Why would it be in here? Ich weiß nicht. Sag du es mir. Mehr ist hier nicht zu sehen. Da oben ist aber noch was. I don't really have time to dig through this right now. Na, da musst du es jetzt ja auch nicht tun. Was haben wir denn hier noch? Untersuchen. Why would it be in here? Achso, okay, das haben wir untersucht. One more season. What am I even gonna do with myself when it's over? Get invested in the lives of real people? Na, sowas wollen wir nicht. Das bringt ja nur alles durcheinander. Hallo. Ansehen. Ansehen. Oh, right. I stashed them down here. Da ist hoffentlich der Schlüssel drin, den wir suchen. Also auf jeden Fall ein Schlüssel drin, ob das der ist, den wir suchen, weiß ich nicht. Sie fühlt sich irgendwie sichtlich unwohl. Alright, I think I'm ready to go now. Da war auch nicht mehr drin, nein. Was haben wir da denn? Oh. Ooh, I can't wait to force Tyler to watch this with me. He's totally gonna hate it. Okay. Und dann musst du ihn zwingen? Ja, du magst ihn offensichtlich nicht wirklich. Das hatten wir schon. Ich glaube...
Jetzt habe ich hier auch alles durch. Ich glaube, den Schattenplattenspieler hatten wir den. I need to bring this with me to Juno. Okay. Ja, das hatten wir schon. Alles klar. Gut, das müssen wir jetzt nicht nochmal alles anschauen. Ne, mehr ist hier auch nicht. Definitiv nicht. Nun gut, dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Wo auch immer hin. Allie, she's gonna be so awkward. Aha. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und so förmlich? Wieso keine E-Mail? Tja, ich dachte mir, nur ein Hey Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen, nachdem du 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer, du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist, die Maschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, was du bei Kerzenschein lesen kannst. Siehst du? Ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuchen wir das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Sie werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen. Und spar dir abfällige Bemerkungen, wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Veggies haben mir den Tag freigegeben. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Ich kann es kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen, nur damit das klar ist. Drück dich, Allison. Okay, das war so ein Brief von ihr. I can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my goblin and I'm off. Okay. Was haben wir denn? CDs auf jeden Fall. Was ist das? Man, the soundtrack to my angsty teen years. I'll leave it for the next rebel. They're gonna need it more than I do. Okay. Delight distribution further. Bummed I have to leave this behind, but the old house would probably collapse if I blasted this inside. Aha. Duplex Duo, The Dark Arc of Destiny. Been listening to this on a loop lately. Okay. Also ihr hört schon krassere Musik. Was haben wir da? Man, he's going places. And I'll be able to say I helped him on his way. Kunstausstellung von Schülern des Fireweed Youth Center im Grindhouse. Tyler Ronan, 20, bringt jungen Klingiel-Künstler in lokalen Top-Veranstaltungsort. Okay. Is there any way I can? No, that's someone else's problem now. Noch zu erledigen, Tutoraufgaben. Paris mit Motivation schreiben für College helfen bis zum Wochenende. Dr. Beck anrufen wegen Tutorsitzung mit Jeremy. Aaron treffen wegen Gartenprogramm. Sonstiges Papierkram vorbereiten für Flucht. W2 und Brief 2, November. Irgendwas mit für Allison, okay. Haben wir hier noch was? I know most of these by heart at this point. Der Weg zu einem gesunden Selbstbild für Transmänner. Alex Green. Okay. Wish I could have finished this before I left, but God, it was a slog. Schutz vor der Flut von Ina Beckford. Was ihr nicht gesehen habt, das Spiel gibt einen Hinweis am Anfang, dass es in Zusammenarbeit mit Psychologen etc. etc. Speziell auf Transsexualität irgendwo Bezug nimmt. Und ich habe die Vermutung, dass Tyler in Wirklichkeit mal ein Mädchen war, aber gut. Hey, little guy. Da ist er ja. Maybe reunited with your sister soon. Okay. Cool.
I guess I'm totally ready to go now. Na, noch nicht ganz. Bye, Herbert. Ich kann meiner Pflanze einen Namen geben. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was haben wir hier? Denali. I need to get my application ready for next summer. Wie hier noch? Da ist irgendwas? You stay here. Educate the youngsters in classic cinema. Mhm. Was haben wir da? Huch. Das klappt nicht so richtig gut. Nimm mich. Dieser Karton voll Müll oder Schätzen gehört jetzt dir, dem rechtmäßigen Finder. Na dann. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist noch was. Hey Aaron. Du weißt ja, Briefe sind nicht so meine Stärke. Aber du warst der beste Tutor, den ich je ein gefährdeter, aber reformierbarer, haha, Jugendlicher wünschen könnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste draus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel. Tyler. Okay? So, haben wir noch irgendwas? Da ist aber noch was. Hallo? Oh, gonna miss these dum-dums. Wir sehen uns, Tyler. Drück dich, danke. Bester Mentor. Du wirst uns fehlen. Viel Glück, bis bald. Du hast es geschafft. Vaya con Dios. Ja, er war recht beliebt, offensichtlich. Aber ich glaube, dann sind wir hier auch soweit durch. Bye, Herbert. Nee, da ist nichts mehr weiter. Da ist noch irgendwas. Man, I'm gonna miss that view. Achso. Na gut, er wird die Aussicht vermissen. Dann sind wir hier durch, ihr Lieben. Dann gehen wir mal. Sie hat den Teddy rausgeschmissen. Unfassbar. Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, I... It's fine, Allison. Hi is a good place to start. It's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? Nope. This is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. Mm-hmm. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Ich würde sagen, die Leute. Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor, Aaron. It took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. Are we planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. Mich ärgert schon ein bisschen die Balken an der Seite, weil die Unreal Engine hat kein Problem damit, diese Auflösung darzustellen, auch kein Problem mit 21:9. Aber hey,
No, really. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. Udnunga, you got that bear. You go where the food is. Oh, I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps, even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet, but at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Kann ich mir wohl vorstellen, nach 10 Jahren. Und mit seiner Vorgeschichte? Das wird sicherlich nicht einfach, aber eine schöne Aussicht. Allison? Oh, zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry, I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a Fireweed van nose first in a ditch. Hey. At least you missed the porcupine. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. Was it really that bad? Pretty much. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juno. How's he doing? Good. Good, good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Guess someone finally bought that old shack. That, or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the creeps. Those windows are like huge gawking eyes. You think people talk about our house this way? Probably. Schweigen. Ich stell mir das so, sehr schwer vor. We're really going back there, huh? To Stonehouse? I meant, we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juno. Hey, Juno has mountain views aplenty. It just also has people and fun. Are you still thinking you might be my roomie?
thinking about it. Hey, can I ask you a question? Shoot. I was told... after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Ja, das ist mal eine sehr schöne Gegend, wie ich finde. Allison? Yeah? Spit it out. Okay, you need to promise not to freak out. Okay. What is it? It's a gift. From Eddie. Oops. I know he's not your favorite person. Yeah, zum Teufel ist Eddie. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, yeah. And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Das sagen sie immer alle. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please. For me? He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Na gut, für sie vielleicht, ja. Fine. I'll take it, but I'm not going to wear it. Really? Really. Just so we're clear, this was for you, not Chief Brown. Genau, und nur für dich. You could call him Eddie, or even Uncle? Nein. Hard pass. Did you hear that? Ja, eindeutig. Was ist das? Whoa. There's no place like home. Yeah. Ja, das ist wirklich schön. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Na gut, ihr Lieben, das soll die erste Folge sein. Ich sehe auch, er speichert gerade. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Vielleicht nehme ich da noch ein bisschen auf. Nur wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Tschüss.